Aus diesem Kokon soll mal ein Schmetterling ausschlüpfen. Um zu sehen, was darin vor sich geht, brauchen wir eine Technik, die es erlaubt, den Kokon zu durchleuchten. Und dafür fahren wir jetzt an die Uni Düsseldorf zu Professor Ulrich Flögel und Vera Flocke. Am Institut für molekulare Kardiologie gibt es ein bildgebendes Kernspinresonanzspektrometer. Es wird dort für die medizinische Forschung zum Beispiel am Herz- und Kreislaufsystem von Kleintieren verwendet. Damit können wir nun einen Blick in das Innere der Puppen werfen, ohne den Tieren zu schaden oder sie zu verletzen. Das Gerät arbeitet mit einem extrem starken Magneten, den ihr hier im Bild seht. Nun präpariert Vera erstmal unseren kleinen Patienten für die Untersuchung. Die in dem Kokon enthaltene Puppe wird daraus entnommen, mit etwas Schaumstoff umwickelt und in einem Probenkopf platziert, der später in das Messgerät eingeführt wird. Der Probenkopf wird nun von unten durch eine zentrale Bohrung in den Magneten geschoben. Uli nimmt noch ein paar Einstellungen vor, um das Magnetfeld zu optimieren. Nach einigen Übersichtsmessungen werden die Scan-Ebenen ausgerichtet und es kann losgehen. Während Vera und Uli auf die ersten Bilder warten, schauen wir uns mal an, wie das Gerät, sehr vereinfacht dargestellt, funktioniert. Im Grunde handelt es sich dabei um zwei ineinander gesteckte Thermoskannen. Die äußere Kanne ist mit flüssigem Stickstoff gefüllt. Dieser ist sehr kalt, die Temperatur liegt bei minus 196 Grad Celsius. In diesem Behälter wiederum befindet sich ein zweiter Behälter, der noch viel kälteres flüssiges Helium enthält, mit einer Temperatur von minus 269 Grad Celsius. Im Inneren befindet sich der Messraum bei Raumtemperatur. Hier wird das Untersuchungsobjekt eingeführt. Warum braucht man diese extreme Kälte? Nur bei diesen niedrigen Temperaturen ist der in das Helium eingetauchte Elektromagnet eine Spule supraleitend und kann mit hohen Stromstärken aufgeladen werden. Durch die widerstandslos in der Spule kreisenden Elektronen wird ein Magnetfeld aufgebaut, das mehrere hunderttausendmal stärker ist als das Erdmagnetfeld. Aber wozu braucht man diese starken Felder? Wasserstoffkerne, auch Protonen genannt, verhalten sich wie kleine Kompassnadeln. Sie können sich in Richtung des Magnetfelds ausrichten oder auch in die Gegenrichtung. Bei kleinen Magnetfeldern wie dem Erdmagnetfeld ist das mehr oder weniger gleichgültig. Beide Zustände haben in etwa die gleiche Energie. Befinden sich die Protonen aber in einem extrem starken Magnetfeld, macht es einen energetischen Unterschied, ob sich die Kerne mit dem Feld oder gegen das Feld ausrichten. Die Ausrichtung gegen das Magnetfeld ist energetisch ungünstiger. Es ist also ein Energieeintrag nötig, um die Protonen gegen das Feld zu drehen. Diese Energie kann in Form elektromagnetischer Strahlung im Bereich von Radiowellen, hier bei ungefähr 400 MHz, eingebracht werden. Man nennt dies die Resonanzfrequenz. Sobald man diese Strahlung abstellt, drehen sich die Wasserstoffkerne wieder zurück und senden dabei Radiostrahlung aus, die man messen kann. Durch Variation des Magnetfelds mit Hilfe kleiner zusätzlicher Elektromagneten ist es möglich, die Resonanzbedingungen nur in einem kleinen Volumenteil des Untersuchungsobjekts herzustellen. Durch schichtweises Auslesen der Protonendichte, Volumenteil für Volumenteil, entsteht nach und nach ein Bild des Inneren des Untersuchungsobjekts. Durch die Schaltung der Zusatzmagneten entstehen extreme Kräfte, die zu hörbaren Vibrationen führen. In lebendem Gewebe
befindet sich besonders viel Wasserstoff in Fett und Wasser gebunden. Durch geschickte Führung der Messung kann man auch unterscheiden, ob das Signal aus Wasser oder aus Fett stammt. Das heißt, man kann zum Beispiel Fett und Muskulatur in der bildgebenden Kernspinresonanzspektroskopie unterscheiden. Allgemein kann man sagen, dass Gewebe, welches viel Wasser oder Fett enthält, im Bild hell erscheint. Dunkel erscheinen insbesondere Feststoffe und Luft. Doch nun zurück zur Praxis. Inzwischen laufen die ersten Bilder aus dem Kernspinresonanzspektrometer ein. Die inneren Strukturen der Puppe sind deutlich erkennbar. Diese Messungen haben wir täglich mit männlichen und weiblichen Puppen des kleinen Nacktfrauenauges durchgeführt, bis sie geschlüpft sind. Die Ergebnisse seht ihr im folgenden Vortrag. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr alles auch noch in der Zeitschrift Scientific Reports nachlesen. Hallo und guten Tag zusammen. In diesem Vortrag möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit einem Hochleistungskernspintomographen die Veränderungen im Inneren einer lebenden Schmetterlingspuppe während der Metamorphose beobachten kann und welche Erkenntnisse wir daraus gewonnen haben. Die Messungen fanden bei Professor Ulrich Flögel am Institut für molekulare Kardiologie der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf statt. Paul Urspruch und Vera Flocke haben die Experimente durchgeführt und ausgewertet. Anton Windfelder und die Professoren Hermann Aberle und Klaus Lunau haben das Projekt betreut bzw. fachlich unterstützt. Die Untersuchungsobjekte stammen aus meiner langjährigen Zucht, also von Tim Lausmann. Kommen wir kurz zum Inhalt des Vortrags. Zunächst einige Worte zur Biologie des kleinen Nachtfrauenauges. Anschließend schauen wir uns einige Schnittebenen an, die man mit der Technik erzeugen kann und auf denen man interessante anatomische Strukturen erkennt. Im Folgenden sehen wir uns Bilder aus verschiedenen Stadien der Metamorphose an. Zudem kann der Fettgehalt von Puppen und Schmetterlingen sichtbar gemacht werden. Abschließend werfen wir einen Blick auf die dynamischen Vorgänge in der Puppe, die Atmung, die Aktivität des schlauchförmigen Rückenherzens und den Hämolymphfluss. Das kleine Nachtfrauenauge überwintert als Puppe in einem Kokon in Bodennähe. Der Kokon dient als Schutz und hat eine vorgefertigte Öffnung, aus der der Falter ausschlüpft. Sie schlüpfen zwischen Ende März und Anfang April, nachdem die Puppen eine oder sogar mehrere Überwinterungen hinter sich haben. Die Schmetterlinge nehmen keine Nahrung auf. Die Männchen suchen am Nachmittag die Weibchen auf, welche ein Pheromon absondern. Nach der Paarung legen die Weibchen meist noch in der folgenden Nacht bis zu 250 Eier ab. Aus den Eiern entwickeln sich Raupen, die man bis weit in den Juli hinein finden kann. Die Raupen verpuppen sich im Sommer. In dem Vortrag wollen wir uns mit der Umwandlung der Puppe zum Schmetterling, die am Ende des Winters stattfindet, beschäftigen. Schauen wir uns zunächst einen Kokon an. Darin findet man die Puppe und die abgestreifte Raupenhaut. Gut erkennbar ist eine Reuse im Kokon, die dem Falter erlaubt auszuschlüpfen, aber das Eindringen von Feinden verhindert. Bereits außen auf der Puppe erkennt man gewisse Kompartimente. So der Hinterleib, der beweglich ist, die Flügel, die Fühler und die Beine und der Kopf. Diese Kompartimente gleichen Taschen, in denen sich später die entsprechenden Extremitäten entwickeln. Die Puppe ist ein dreidimensionales Gebilde. Wenn wir die Puppe mit einem Kernspintomographen durchleuchten, erhalten wir Informationen aus einer bestimmten Schnittebene. Hier die sogenannte sagittale Schnittebene, ähnlich wie bei einem Menschen, den man von der Seite anschaut. Hier sind bereits die Ovarien, das Rückenherz sowie Ansätze der Flugmuskulatur zu erkennen. In der axialen Schnittebene werden weitere Strukturen sichtbar.
Hier zum Beispiel die seitlich liegenden Luftsäcke. In diesem Schnittbild erkennt man bereits die Flugmuskulatur und den Kopf mit Facettenaugen. In der koronalen Schnittebene erkennt man hier die seitlich liegenden Luftsäcke sowie die flüssigkeitsgefüllten Kompartimente, in denen sich die Flügel entwickeln. Schauen wir uns zunächst die Puppen in der Diapause an. Diese Puppen zeigen bei den Männchen bereits die Anlagen der Testikel. Überliegende Puppen, die also schon mehr als einen Winter in der Diapause verbracht haben, sehen ganz ähnlich aus. Allerdings ist ein zentral liegendes Kompartiment deutlich angewachsen. Die Identität dieses Kompartiments war uns anfangs nicht klar. Insbesondere die auffällige Zweiteilung überraschte uns. Bei den Weibchen sind bereits die Ovarien erkennbar. Diapausepuppen zeigen ansonsten wenig Struktur, wenn man von den Flügel- und Beintaschen absieht. Die Identität des zentralen Organs wurde uns klar, als wir die Puppen in dem Gerät umdrehten. Die Schwarz-Weiß-Einteilung blieb gleich und folgte der Schwerkraft. Daher handelt es sich sehr wahrscheinlich um den flüssigkeitsgefüllten Darm mit einem kristallinen Sediment aus Abfallstoffen, vermutlich Harnsäure. Diese erscheint schwarz. Bevor wir uns der Metamorphose zuwenden, schauen wir uns einige interessante Bilder von Strukturen und inneren Organen an, die mittels MRT sichtbar wurden. In diesen sagittalen Bildern einer männlichen Puppe wenige Tage vor dem Schlupf erkennt man zunächst die typische Dreiteilung des Insektenkörpers in Kopf, Brustteil und Hinterleib. Ebenso sichtbar sind der Kropf, der Darm mit dem bereits erwähnten Sediment, der Enddarm und die U-förmige Aorta im Brustteil, die durch das schlauchförmige Rückenherz versorgt wird. Auffällig sind die Testikel, also die Hoden, bei dieser männlichen Puppe. Eine weitere wichtige Struktur befindet sich im Brustteil, die Flugmuskulatur, die sich hier in longitudinaler und in transversaler Richtung erstreckt. Wie diese arbeitet, schauen wir uns gleich näher an. Diese bereits sehr weit entwickelte Puppe zeigt eine große Wassermenge im Hinterleib. Außerdem ist die Speicheldrüse, hier, bereits entwickelt und mit Flüssigkeit gefüllt. Einige im Brustteil verzweigte, luftgefüllte Tracheen sind ebenfalls sichtbar. Die beiden koronalen Schnitte zeigen die Taschen, in denen sich die Flügel entwickeln werden, sowie die seitlich liegenden Luftsäcke, denen noch eine besondere Bedeutung zukommt. In diesen Detailaufnahmen sehen wir die Testikel, Drüsen, die durch ihre kleeblattartige Vierteilung auffallen. In dem axialen Schnitt sind die seitlich liegenden Luftsäcke zu erkennen. Dieser axiale Schnitt zeigt den Hinterleib eines Weibchens angefüllt mit Eiern, sowie die Speicheldrüse, die bereits gefüllt ist. In diesem axialen Schnitt durch den Brustteil eines Männchens erkennt man gut die Flugmuskulatur mit longitudinalen und transversalen Muskeln. Wie diese funktionieren, schauen wir uns nun in diesem Schema an. Die Flügel sind im Brustteil wie zwischen Topf und Deckel schwenkbar gelagert. Die transversalen Muskeln ziehen den Deckel nach unten, sodass die Flügel angehoben werden. Die longitudinalen Muskeln verkürzen die Länge des Brustteils und der Deckel wird wieder nach oben gedrückt. Die Flügel bewegen sich nach unten. Gleichzeitig werden die transversalen Muskeln wieder gedehnt. In diesem Bild erkennt man gut den Kopf mit den Facettenaugen. Es stammt von einem Falter, der am Folgetag geschlüpft ist. Ganz rechts erkennt man die Flügelgefäße eines bereits geschlüpften Schmetterlings.
Damit er sich ruhig verhält, wurde er mit Isofluran narkotisiert. Schön zu erkennen ist, dass die Gefäße aus einem Rohr-in-Rohr-System bestehen. So wird auch erklärbar, wie die Schmetterlinge ihre Flügel nach dem Schlupf aufpumpen. Zunächst wird die Hämolymphe in die Gefäße gepresst. Sobald die Flügel entfaltet sind, wird Luft in die innenliegenden Tracheen gepumpt und die Hämolymphe wieder in den Körper zurückgedrückt. Die Flügel trocknen und werden fest, bleiben aber weiterhin durch eine dünne Schicht an Hämolymphe durchblutet. Hier noch die Sagittalschnitte durch den Körper eines Weibchens. Auch hier ist die Flugmuskulatur bereits gut zu erkennen. Zudem zeigen sich die Ovarien, also die Eierstöcke. Kurz vor dem Schlupf ist der Hinterleib des Weibchens prall mit Eiern gefüllt. Zudem ist die Speicheldrüse gut erkennbar und ebenfalls gefüllt. Vermutlich stammt diese Flüssigkeit aus den Flügel- und Beintaschen, die der Falter wenige Tage vor dem Schlupf durch die Mündöffnung hier einsaugt. In diesem Bild ist die Entwicklung der weiblichen Puppen von der Diapause bis zum Schlupf erkennbar. Die wenig strukturierte Diapausepuppe haben wir uns bereits angeschaut. Sechs Tage vor dem Schlupf des Falters wird im Thorax die Flugmuskulatur deutlich sichtbar. Die Ovarien haben an Volumen gewonnen. Vier Tage vor dem Schlupf erscheint der Hinterleib eher als blasige Struktur und zwischen der Flugmuskulatur haben sich hier helle Streifen gebildet, die auf die Präsenz von Wasser hindeuten. Am Tag, bevor der Falter schlüpft, sind die Eier im Hinterleib voll entwickelt. Er ist prall mit Eiern gefüllt. Auffällig ist, dass die Flüssigkeit in den Flügel- und Beintaschen, hier unten, verschwunden ist und durch Luft ersetzt wurde, die wahrscheinlich aus den Luftsäcken stammt. Die Luftsäcke sind verschwunden bzw. entleert. Der Wassergehalt im Kopf- und Thoraxbereich ist insgesamt stark zurückgegangen und hat sich dafür zum Hinterleib, insbesondere hin zu den Eiern, verlagert. Zudem werden die Labialdrüsen, also die Speicheldrüsen, mit Wasser gefüllt. Diese Flüssigkeit benötigt der Falter, um damit die Reuse des Kokons einzuspeicheln und so den Schlupf aus dem Kokon zu erleichtern. Hier nochmal die Übersicht. Deutlich ist die Wasserverschiebung aus dem Thorax in den Hinterleib zum Ende der Entwicklung zu sehen. Das Imago hier hinten ist prall mit Eiern gefüllt und besitzt einen auffälligen Luftsack, mit dem vermutlich Luft in die Flugmuskulatur gepumpt werden kann. Bei den Männchen ist die Entwicklung ähnlich. Schön ist hier die Flugmuskulatur zu sehen. Auch hier macht sich die Wasserverschiebung aus dem Thoraxbereich in den Hinterleib durch das Auftreten heller Streifen zwischen der Flugmuskulatur bemerkbar. Vermutlich tritt hier Wasser aus der Flugmuskulatur aus und wird in den Hinterleib transportiert. Bereits drei Tage vor dem Schlupf erscheinen die Strukturen und Organe im Thoraxbereich und im Kopf ausgebildet zu sein. Das Wasser ist bei den Männchen im Wesentlichen im Darm zu finden. Auch beim Imago der Männchen hier hinten kann man gut den Luftsack im vorderen Teil des Hinterleibs erkennen.
Durch eine spezielle Aufnahmetechnik kann man das Fettgewebe weitgehend ausblenden. Links sieht man dieselbe Puppe in der Diapause ohne und mit Fettunterdrückung. Mit Fettunterdrückung erscheint das Bild wesentlich dunkler. Das heißt, die Puppen haben in der Diapause einen erheblichen Fettvorrat. Bei den männlichen Faltern ist ebenfalls ein Fettvorrat erkennbar, der wahrscheinlich für die ausgiebigen Suchflüge verbraucht wird. Weibchen enthalten in ihrem Hinterleib praktisch nur Eier und kaum Vorräte. Zum Abschluss schauen wir uns die dynamischen Vorgänge innerhalb der Puppen an. Dieses kurze Video finden Sie auch als Supplement zu unserem Artikel in Scientific Reports. Wenden wir uns zunächst dem Sauerstofftransport zu, der bei Insekten durch schlauchartige Gefäße, sogenannte Tracheen, erfolgt. In diesen Zeitrafferaufnahmen, in denen 12 Sekunden einer Stunde entsprechen, erkennt man, dass innerhalb der Puppe eine Kompression der Luftsäcke stattfindet, die von außen unsichtbar ist. Das heißt, Länge und Form der Puppe ändern sich nicht. Wir bezeichnen diese Bewegung als Ventilation. Sie ist sowohl in der koronalen als auch in der axialen Schnittebene gut zu erkennen. Während die Luftsäcke komprimiert werden, erweitern sich die Tracheen im Brustteil deutlich. Vermutlich dient diese Bewegung dem Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid im Thorax- und Kopfbereich während der energetisch aufwendigen Restrukturierung der Organe in der Metamorphose. Angetrieben wird die Ventilation offenbar durch Kontraktion einer in der Körpermitte liegenden Muskulatur, die den Darm nach vorne zieht und Druck auf die Luftsäcke ausübt. Im gleichen Maße, wie sich die Tracheen im Thoraxbereich erweitern, muss auch Hämolymphe in den Hinterleib transportiert werden, um das Volumen der komprimierten Luftsäcke zu ersetzen. Gewissermaßen dient diese innere Bewegung der Homogenisierung von Stoffwechselprodukten im Körper der Puppe. Während der Ruhephasen zwischendurch wird die kohlendioxidhaltige Luft in den Luftsäcken dann vermutlich durch Diffusion mit frischer Luft aus der Umgebung ersetzt. In diesem Video erkennt man das pumpende, schlauchförmige Rückenherz, welches typisch für Insekten ist. Die Hämolymphe wird durch Öffnungen im Rückenherz aus dem Hinterleib angesogen und in den Thoraxbereich transportiert. Die Hämolymphe fließt dann durch den Körper von vorne nach hinten. Bewegte Flüssigkeiten kann man durch die Technik der Flugzeitangiographie mittels Kernspinresonanztomographie sichtbar machen. Besonders hell erscheint hier das Rückenherz, in dem die Flüssigkeit schnell fließt, ähnlich wie in einer Schlauchpumpe. Man erkennt deutlich den Rückfluss der Hämolymphe aus dem Thorax in den Hinterleib. Zudem wird auch die Durchblutung, insbesondere der Fühler, dieses männlichen Falters sichtbar. Zur Aufheiterung am Schluss noch ein Zeitraffer-Video von Eiern im Hinterleib eines Weibchens. Deutlich ist die Bewegung der Eier innerhalb der Ovarien zu erkennen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, die Vorgänge innerhalb einer sich entwickelnden Schmetterlingspuppe anzuschauen. So wissen Sie jetzt, wie aus der sehr, sehr hungrigen Raupe ein wunderschöner Schmetterling wurde. Den Link zu der entsprechenden Veröffentlichung in Scientific Reports finden Sie in den Infos zu diesem Video. Wenn Sie mehr über Schmetterlinge wissen wollen, besuchen und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal Moss Hunters. Vielen Dank und bis bald!